Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, das heutige Projekt wird gesponsert vom Sperrmüll. Sperrmüll, genau. Ich habe hier nämlich eine Buchenplatte, die ist 4,5 cm dick und ja, hat eine Abmessung von 1,20 m mal 500 so in etwa. Die Platte, die hat mir mein Nachbar geschenkt, der wollte die tatsächlich wegschmeißen. Da habe ich gesagt, komm, her damit. Ich hatte die vor einigen Wochen, hatte ich die bearbeitet. Das heißt, die sah total schmutzig, dreckig aus. Ich habe die abgeschliffen und eingeölt, sollte eigentlich auch eine Tischplatte werden. Allerdings habe ich das passende Projekt dazu nicht gefunden. Also ich hatte keine Verwendung dafür. Jetzt steht die schon seit Wochen da und habe mir jetzt auch schon einen Plan gemacht. Ja, ganz einfach eine kleine Skizze gemacht, um mir aus dem Material ein Schuhregal zu bauen. Ich habe bereits ein Schuhregal. Das ist aber schon uralt und sieht auch gar nicht schön aus. Deswegen werden wir das jetzt aus dem Material machen, aus Buche. Der Farbton wird natürlich nicht bleiben, hoffe ich zumindest, wenn ich das nämlich durch den dicken Hobel gejagt habe, dass das alles weg ist. So, zu viel gequatscht, legen wir los. So, was haben wir hier alles zugesägt? Wir haben jetzt unsere dicken Beine, also rechts und links, die Träger sozusagen. Und hier haben wir 12 von den schmalen Streifen zugesägt. Die werde ich natürlich nachher noch durch den dicken Hobel jagen. Und ja, damit hier der ganze Farbton weg ist. Ich möchte schon, dass das die Buche-Optik behält. Das werden dann die Zwischen, diese Ablagen sein, die Zwischenstücke sein. Dann tue ich erstmal hier alles auf Seite und dann sehen wir uns gleich, wenn alles soweit ist.
So, wir wollen die ja jetzt gleichmäßig, wir wollen die ja gleichmäßig aufstellen, das heißt, beziehungsweise befestigen. Die Luft dazwischen soll gleichbleibend sein. Wie machen wir das? Ja, wir rechnen einfach die Gesamtlänge der Platte, sind 300, minus die Gesamtbreite der einzelnen Stäbe, sind 175, minus 175. Dann bleibt ein Luftzwischenraum von 125, also Gesamt. So, wie viele Zwischenräume haben wir? Logischerweise drei. Und diese 125 teilen wir einmal durch 3. Dann bleibt uns hier 41,5. Also 41,66666. Wir machen daraus 41,5, messen dann die 41,5 aus. 41. Und hier haben wir dann am Ende, bleiben dann 42. So, bevor wir aber das Ganze jetzt verleimen bzw. verbinden, müssen wir die einzelnen Stücke noch schleifen. Das machen wir dann auch noch. Erst mache ich eine kurze Pause. Es wird erstmal was gegessen und dann kann es gleich weitergehen. Ich habe hier mal eine gerade Kante als Anschlag genommen und werde jetzt die einzelnen Stücke auf Endmaß zusägen. Und dafür werde ich jetzt erstmal das alles hier schön gerade im Winkel an einer Seite erstmal fest. Perfekt. Und hier können wir nämlich das ganze Paket nehmen und einmal am Ende durch die Säge jagen. So, liebe Freunde, wie ihr gesehen habt, hat es wirklich einige Schritte gebraucht, bis ich zu dem Ergebnis gekommen bin. Die Oberflächen sind ordentlich geschliffen, bis 120er Körnung. Ich werde das Ganze im Nachhinein nochmal mit 180 schleifen. Für heute ist aber erstmal Schluss. Ihr werdet auf jeden Fall in wenigen Sekunden die weiteren Schritte sehen. Für mich heißt es erst morgen. Und so habe ich dann auch ein bisschen Zeit, mir ein paar Gedanken für die Holzverbindung zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. So, ich habe jetzt hier mal schon mal was vorbereitet. Ihr seht, ich habe hier den einen Stab oben drauf gelegt. Dieser eine Stab, der wird natürlich nicht so stumpf verbunden oder befestigt, sondern ich werde das Ganze um die, ja, nicht um die Hälfte, aber wird hier eine Aussparung machen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ungefähr. So ein Stück wird hier rausgesägt und dann wird es quasi oben drauf gelegt. So, wie breit sind jetzt die Seitenteile? Das war jetzt 43,5. Die werden wir natürlich jetzt auf einen der Stäbe übertragen, so dass wir das versenken können. So, jetzt nehmen wir unser Werkstück, setzen es hier an, ohne jetzt drauf zu hauen. Jetzt sägen wir das einfach mal durch.
So, den Überstand, den will ich auch absägen. Ich wollte das ausstemmen, aber dafür bin ich jetzt ein bisschen zu faul. Jetzt werde ich mir kurz eine Vorrichtung, so ein Hilfsmittel bauen, womit ich gleich die einzelnen Teile anlegen kann. Anschlagwinkel. So kann man nachher ganz sicher führen, ansetzen, mit einer Schraubzwinge festklemmen und dann durch das Sägeblatt führen. Und so sieht das erstmal aus. Es ist jetzt nur mal provisorisch draufgelegt. Dann geht's weiter mit den Zwischenstücken. Jetzt kommt die Dübellehre ins Spiel. Wir wollen ja die Zwischenstücke jetzt hier verdübeln. Jeweils nur einen Dübel, weil, ich meine, okay, bei einem Dübel ist ja die Gefahr, dass sich das verdreht, natürlich hoch. Werden wir das aber verleimen und schön festzwingen, kann da eigentlich nichts passieren. Wir nehmen uns mal hier so ein Stück, was oben dran kommt, und pro Schuh habe ich eine Höhe von 20 cm eingeplant. Also wenn es auch mal so ein bisschen höhere Schuhe sind, die 20 cm ab hier mal messen. 20 cm. Dann nehmen wir die obere Kante von der ersten Ablage. Die legen wir uns hier an. Von der unteren Kante auch nochmal 20 cm. Und somit haben wir unsere 20 cm Abstände markiert. So, jetzt haben wir die Linien durchgezogen. Schauen jetzt mal, welche Seite wir nach innen nehmen. Dann übertragen wir einfach die Linie von der einen Seitenwand zur nächsten. Die Sachen nehmen wir erstmal auf Seite. So, um die Mitte anzuzeichnen, ich meine, den Trick kennt jeder mittlerweile. Machen wir hier über die Diagonale die durchgezogene Linie. Was heißt durchgezogen? Einfach nur die Mitte, sodass sich die Linien in der Mitte treffen. So, und mit dem schönen Teil hier mache ich mir dann erstmal die Markierung, damit wir mit der Bohrspitze nachher genau da reinkommen. So, die Stäbe, die sind jetzt alle gebohrt, vorne wie hinten, nachdem wir die Linie angezeichnet haben. Das ist jetzt die Mittellinie, also die Mitte von dem Material. Jetzt kommen die Dübel an die Reihe. Die können wir jetzt nämlich schon einsetzen, schon mal verleimen. Ich nehme einfach mein Leimglas, stecke hier einen Dübel rein. Hier, so. Dann haben wir das schon mal. Ich zeige das jetzt an einem Stück. Und dann mache ich nachher hinter der Kamera alle anderen Stücke fertig. So, dann setzen wir hier die Lehre an. Fangen an zu bohren. Und kontrollieren nochmal. Und wir sind exakt auf der Linie. Perfekt. Und haben wir eine saubere Bohrung, die exakt auf der Linie ist. Ich bin so ein Vollidiot. Hey, warum habe ich da jetzt ein Loch reingebohrt?
Ich habe das jetzt zum Testen hier aufgelegt und habe dann auch direkt gebohrt. Das sollte natürlich hier an der Kante aufliegen und nicht da. Boah. Mann, ey, ist ein Anfängerfehler. Egal, aus Fehlern lernt man. Jetzt können wir das nämlich mal testen. Ob das passt. Das passt. Exakt. Und so sitzen jetzt alle Stäbe auf einer Linie. Ob das jetzt im Winkel ist, naja, bin mir jetzt nicht 100% sicher. Es ist im Winkel. Leute, es passt perfekt. Okay, jetzt müssen wir natürlich dasselbe einmal in der unteren Reihe machen und das Ganze komplett nochmal auf dem Gegenstück. Und wenn das fertig ist, melde ich mich gleich wieder zurück. Soweit, ich versuche das jetzt ein bisschen ordentlich zusammen zu hauen. Ist ein bisschen eng, aber ist nicht schlimm. Wir können das ja mit Schraubzwingen festziehen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das nachher wieder abbekomme. Wunderbar. Ich werde das jetzt erstmal so lassen und mich dann mal auf die oberen Teile kümmern oder mich um die oberen Teile kümmern. So, das kommt hier hin. Ich merke, hier ist zum Beispiel etwas eng, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir so rein. Eng ist gut. So, hier seht ihr, da musste ich ein bisschen flicken, weil ich nämlich beim Zuschnitt dieser oberen Leiste habe ich beim Zurückziehen des Werkstücks bin ich an das Sägeblatt gekommen und da hat der mir so eine Schräge reingesägt. Deswegen ist da jetzt eine Lücke entstanden. Habe ich mir Reste genommen, so dünne Reste, habe es jetzt dort mit Leim mit ordentlich Druck reingepresst. Vorher möchte ich jetzt erstmal nichts machen, weil der nächste Schritt wäre nämlich das Einölen. Und da kann ich leider nichts machen, wenn hier noch Leim ist. Diese Filzgleiter, die kennt ihr sicherlich. Ja, die nehme ich jetzt für den Boden, also für die Füße. Das haue ich jetzt schön hier in das Holz rein. So. Perfekt. Die scharfen Kanten sind jetzt auch weg. So, und jetzt kommen wir mal zum Ölen. Dann nehmen wir jetzt einen Schwamm und etwas Arbeitsplattenöl, was ich ja in letzter Zeit oft verwende, weil das so ein klares Öl ist. Weil Leinölfirnis, das ist so, ja, so gelblich und das ist verfärbt sozusagen, das Holz. Gerade bei Helmholz sieht das nicht so gut aus. Boah, das ist echt super. Das ist schön. Ich würde euch empfehlen, vorher euch dann auch wirklich mal so ein Reststück, das
Ganze mal ausprobieren, bevor ihr das komplett jetzt auf das fertige Werkstück aufträgt, weil nachher ist es nämlich zu spät und ihr könnt es dann nicht mehr rückgängig machen. Gerade bei solchen Projekten ist es interessant zu sehen, wie das Holz sich eigentlich verwandelt, beziehungsweise von zum. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es war vorher voll der Schrott, unbrauchbar und Sperrmüll quasi. Und jetzt ist es wieder zu einem neuen Möbelstück geworden. Es ist schon erstaunlich, was aus so einer schmutzigen, dreckigen Platte entstehen kann. Und zwar in dem Fall ein schönes Schuhregal. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht. Es hat mich jetzt 2 Nachmittage gekostet. Aber naja, ohne Fleiß kein Preis. Am Ende gibt es auf jeden Fall noch ein paar Detailaufnahmen. Und es wäre mir auf jeden Fall wichtig, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben würdet, einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Ich bin müde. Ich denke, das habt ihr auch gemerkt. Verzeiht mir. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao.